Hallo Freunde und willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist. In der letzten Folge sind wir aus Guantanamo Bay ausgebrochen, werden aber jetzt von ganz, ganz fiesen Menschen angegriffen. Wie soll ich denn da rauskommen, bitte? Nicht hier irgendwie raus. Wie kommen wir denn raus, ohne gesehen zu werden? Das wäre doch schon mal der erste Schritt. Ich übernehme das. Geh runter und greif sie an. Okay, da hinten müssen wir einen einfangen. Also mal wieder wen, den wir nicht töten sollten. Das ist ja nicht so cool. Ja, da sind wir vom Prinzip her schon erkannt worden. Ist auch ein bisschen lächerlich eigentlich. Vielleicht hätten wir auch direkt rausrennen sollen. So, einmal kurz auf nicht tödlich, weil ich den Kerl halt ausschalten möchte, den wir einfangen sollen. Dumm ist natürlich, dass Sam jetzt auch keine Maske hat. Also seine Dingens nicht hat. Sein Visier. So. Aber es zählt schon mal als Panther und nicht als Dingens. Als Combat, das ist ganz gut. Wie gesagt, mit den Leuten werde ich kurz einen Prozess machen. Ab jetzt ist auch das wieder drin. Zählt als Kampfkills. Nee. Das möchte ich dann doch nicht. So, schnell raus. Dann können wir nämlich hier mal ein bisschen Party steigen lassen. Haben wir das auf tödlich? Moment, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja das Hauptziel wieder einfangen. So, wo ist das Hauptziel denn überhaupt? Da hinten ist es. Wie gesagt, das Problem ist, wir haben unser Visier nicht. Das heißt, wir können nicht irgendwie die Sichtmodi wechseln. Ich glaube, ich muss mal noch eins mal hier von hinten kommen. So, hier kann ich eigentlich nicht Leute markieren. Das finde ich jetzt uncool. Das konnte ich doch eben. Oder habe ich mir das eben eingebildet, dass ich das konnte? Ich brauche mal eine bessere Schussposition. Hört auf, euch die ganze Zeit zu bewegen. So. Ihr habt euch mit Fort Eklund angelegt. Das werdet ihr jetzt bezahlen. So. Nur eine kleine Einheit. Ich halte nach dem Rest Ausschau. Die Kerle sind auch ein bisschen unaufmerksam. Na komm. So, wir sollen ja alle ausschalten. Das machen wir dann dementsprechend auch. Das zählt als Kampfkills. Das finde ich uncool. Ich will nicht kämpfen.
Nein, nein, nein. Dann nochmal. Vielleicht nicht die ungedämpfte Waffe, Sam. Danke. So. Wie machen wir das am intelligentesten? Wir müssen ja gucken, dass wir das Hauptziel trotzdem eingefangen bekommen. Leute markieren können wir immer noch nicht. Das stört mich ein bisschen. Unser Nahkampf ist noch nicht tödlich. Das heißt, den können wir theoretisch schnappen. Nur eine kleine Einheit. Ich halte nach dem Rest Ausschau. Meine Güte, wieso kommen die denn da dumm um die Ecke? Das stört mich. Ich will hier nicht kämpfen, ich will töten. Das ist ein Unterschied. Können wir vor der nächsten Operation mal auspennen? Das wollte ich so gar nicht. Aber gut. Ich wollte eigentlich nicht die Mission neu starten, aber es macht ja keinen Unterschied eigentlich. So, wir sollen die Gegner neutralisieren und Zeit für den Start gewinnen. Von hinten rum ist immer besser. Mal kurz gucken, hier hinten gab es Erkundungspunkte. Einfach für weil wegen. So. Das Problem ist, die kommen dann immer von da hinten irgendwo. Wo wir sie nicht kommen sehen. So. Mal für ein bisschen mehr Licht sorgen hier. Kann man das da hinten auch ausschalten, das Licht? Scheinbar nicht. Hier ist auch scheinbar wahrscheinlich dann Ende der Karte, so gesehen. Ich will immer noch das Hauptziel haben. Meine Güte, kann doch nicht so schwer werden. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Na hier, hier sehen wir keine Gegner, okay? Position ja, geschützt eher nicht, Kumpel, eher nicht. Falsche Seite. Falsche Seite vom Flugzeug, auch wenn da noch ein anderer war. Schnell
Deckung. Damit wir uns auch ja nicht sehen. Hey, schießen die gerade mit Raketenwerfern auf unser Flugzeug? Nee, läuft zu nah, okay. Deiner Linken. Sam, weitere Gegner auf Transportern. Starte Triebwerke. Das ist schon mal ein Anfang. Triebwerke laufen. Gesehen, Kumpel. Komm, steck dein Köpfchen raus. Ja, oder so, noch besser. Aber lieber auf Nummer sicher möchte ich jetzt nicht unbedingt im Nahkampf angreifen. Das klappt nämlich gerade relativ gut. Wir sind sicher. Bestätigt. Alle an Bord und nicht wie weg hier. Verstanden. Yep. Kyle, schaff Olli ins Lazarett. Grim, Paladin muss unverzüglich starten. Die Landebahn räumen. Sam, hab die Drohne reaktiviert. Still auf Breaks Offset um. Sadiq will das Flugzeug unbeschädigt. Die können uns nur am Boden halten, wenn sie die Triebwerke ausschalten. Verstanden. Ja, und jetzt müssen wir per Drohne unser Flugzeug verteidigen. Ziel zerstört. Der Vorteil ist, wir haben unsere Raketen sind halbwegs zielgesteuert. Fahrzeug ausgeschaltet. Treffer bestätigt. So, ey. Sauberer Treffer. Waffe wechseln müssen wir ja nicht. Waffe nachladen meine ich. Können natürlich auch. Briggs, feindliche Einheiten scheren rechts aus. Auf die Kanone umschalten. Na, komm, lass mich weit genug lenken. Oder ranzoomen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Tödlicher Treffer. So, damit sind die weg. Ja, wir sind auf der Startbahn und jetzt müssen wir nur noch gucken. Mehrere Fahrzeuge nähern sich unserer Position. Ja. Der ist hin. Hab ihn. So. Und, ne? Alter. Dankeschön. Ausgeschaltet. So, unsere Triebwerke sind noch vollständig in Ordnung. Das ist ganz gut. Ich sehe Staubwolken. Weitere Trucks im Anmarsch. Wir müssen abheben. Jetzt! Verstanden. Und alles. Kein Problem mehr. So, ein Stealth-Knockout. Um unseren Ruf nicht zu schädigen und weil wir den Typen gefangen nehmen wollten. Und Panther. Ich glaube, wir hätten... Wie hätten wir denn da auf Gold schaffen können? Doch eigentlich nur, wenn wir...
den Dingens noch getötet hätten, oder? Ich meine, klar, man hätte es auch auf Ghost machen können, aber ich fand es gerade angebrachter. Zumal wir danach ja jeden noch die ganzen Leute umgebracht haben mit Dingens. Mittels Drohne. So, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wenn man das Hauptziel tötet, kriegt man dann auch die Belohnung? Ich glaube nicht. Deshalb finde ich das ein bisschen uncool. Briggs, was gibt's? Beobachte Tankerbewegungen im Golf. Eine Schiffsbesatzung musste wegen einer Lebensmittelvergiftung ausgetauscht werden. Charlie? Das solltet ihr euch ansehen. Hab Hilfe von Leuten aus Fort Meade bekommen und die IP-Adressen der Typen aus Philadelphia zurückverfolgt. Das sind Daten der Servers, den die Engineers für ihre Operation in Amerika benutzt haben. Ich habe Kennungen, Adressen. Nur Kleinkram. Was meinst du? Das ist nur weißes Rauschen. Vor Blacklist Zero hatten wir tausende Treffer wie diese. Das sagt nichts darüber aus, was Sadiq sich von Blacklist verspricht. Dachte, der will, dass die US-Truppen abziehen. Das wird nie geschehen, das weiß Sadiq. Briggs hat recht. Wir stellen die falschen Fragen. Wenn er nicht für den Iran arbeitet. Und ihm egal ist, ob die Truppen heimkehren? Was hat er dann wirklich vor? Charlie, kapp die Verbindung. Diese Daten sind verdächtig. Überprüf mit Briggs den Tanker und seine neue Besatzung. Da ist mehr dran. Wird gemacht. Grim, jag unsere Daten als SMI. Versuch rauszufinden, was er dir will. Selbst wenn wir Benzin stoppen, wissen wir nicht, was Sadiq will. Ja, was er denn, wir fassen einsame Männer. Wirklich klug. Ich bin drin. Sie haben den Köder geschluckt. Der Kleine kann unterbrechen, was er will. Seit 5 Minuten kontrolliere ich Paladin. Gut. Und wann kommt der Tanker? Treffen mit Team Echo in 2 Stunden. Aufprall auf Ziel in 4 Stunden. Direktive Vorbereitung? Bunkeranlage F meldet Alarmstufe gelb. Washington überträgt bereits geheime Daten dorthin. Gut. Noch ein Tropfen und das Fass läuft über. Nehmen wir den Treibstoff? Ja, ich will, dass bei meiner Landung die ganze Küste brennt. Beginn mit Fischers Flugzeug. Er wird sich für unsere Ziele interessieren. Zeit zu gehen. Ja, und da hat Charlie leider den Köder geschluckt. Nicht gut. So, wir haben noch 5 Stunden, um Amerikas Benzin zu verhindern. Aber erstmal ein kurzer Chat mit den Leuten. Hier. Hey, Briggs. Ist ganz schön abgegangen in Mexiko. Ist Ollie okay? Sie verarzten ihn, wird schon wieder. Und wie geht's dir? Ganz ehrlich, es macht mir Sorgen, was Nuri gesagt hat. Dass Sadiq es auf uns abgesehen hat? Dass Sadiq alles über uns weiß. Ja, der Sadiq weiß leider nicht nur alles über uns. Wir sehen uns später, Sam. Schönen Mittlerweile Tag. Heißt es zumindest von seinen Leuten, dass sie unser Flugzeug kontrollieren. Ja, ich muss sogar noch einen Schluck trinken, das kommt halt schon mal vor. So, Charlie. Hey, da Sam. Bist du. Grim sagt, du machst Kartelle für den Angriff auf der Startbahn verantwortlich. Ja, ich meine, wäre durchaus möglich. Wieso? Einer meiner Kontakte sagte, es wäre ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt worden und die wollten es haben. Mexiko, Drogenkartell, naja. Verschweigst du mir irgendwas? Ach komm schon, Sam, ein Bauchgefühl hast nicht nur du. Ja, das stimmt. Das wär's erstmal. Okay, cool. Sag, wenn du was brauchst. Wie gesagt, die Charlie-Mission mache ich nicht, weil die finde ich mehr eigentlich ziemlich uninteressant. Die Briggs-Mission können wir ja leider nicht machen, auch wenn wir in den Briggs-Missionen noch so 1-2 Sachen bekommen hätten, so kleine Häppchen. Wir hätten zum Beispiel einen Angriff mit einer Rakete verhindert, noch zusätzlich, und hätten unter anderem auch herausgefunden, warum bzw. woher die Leute Infos über uns haben. Machen wir einfach mal Marinetarnung. So einfach, weil wir es können. Nämlich hätten wir einen ehemaligen Soldaten bzw. einen ehemaligen CIA-Agenten, glaube ich, ist es sogar, gefunden.
der, ja, durch den sie halt Infos über uns herausgefunden haben. Und zwar einen, den man in dem, in einem der Vorgänger, nämlich Splinter Cell Conviction, im Koop-Modus selbst spielt. Wieso gehe ich jetzt nochmal auf Stiefel, wenn ich doch gesehen habe, die Stiefel habe ich schon. Handschuhe hatten wir auch alles. Können natürlich die ganzen Lichter mal anpassen. Na, ich glaube, wir bleiben einfach beim Grünen, auch wenn wir uns alles leisten könnten, aber... So, Pistole, da haben wir die besserte mit Gedämpften. Wir könnten natürlich auch andere Gedämpfte nehmen. Aber... Nö, brauchen wir nicht. Gut, dann haben wir hier eigentlich soweit auch alles. Ich wollte nur nochmal gucken, ob wir nicht noch irgendwas vergessen haben. Dann werden wir nochmal mit ein paar Leuten sprechen. Nämlich vorerst, weil wir gerade eh schon hier sind, gucken wir mal, ob Coben noch was zu erzählen hat. Weil Missionen hat er ja keine mehr. Die haben wir ja alle abgeschlossen. Wie gesagt, der Rest, den es da noch gäbe, das wäre DLC und das wären halt effektiv zwei Missionen, Robin, die wir spielen können. Ich komme gerade aus Guantanamo. Wird dir da gefallen? Na, wollt ihr mich also rauslassen? Was dachtest du denn? Besser als aus 30.000 Fuß Höhe. Das Nuri stimmt. Lässt schön grüßen. Mann, du bist schlecht fürs Geschäft. Ja? Das wär's erstmal. Ja, du musst los die Welt retten. Hey, wäre nett, wenn du mir nicht noch mehr Geschäfte versauen würdest. Mi. Nur am Rummeckern. Also dafür, dass du früher mal für uns gearbeitet hast, das erfährt man nämlich theoretisch, wenn man die Vorgänger nicht gespielt hat, auch in der Koop-Mission mit Briggs, wo man eben den Agenten rettet. Den kennt nämlich der gute Coben, weil er war der Pilot von den beiden. Grim, was Neues von Vic? Die Ärzte sagen, es geht ihm besser. Die Hauttransplantate verheilen nur langsam. Wann ist er wieder auf den Beinen? Schwer zu sagen. Danke, dass du am Ball bleibst. Kein Problem. Ja, Flugzeugupgrades können wir auch nicht mehr, weil wir haben alles. Ich melde mich, wenn sich was tut. 20 von 20, also nicht mehr wirklich was zu tun. Hallo? Bist du das, Dad? Sarah, du musst etwas für mich tun. Was ist denn? Stimmt was nicht? Hör zu, jemand aus Vicks Firma ist auf dem Weg zu dir. Ich will, dass er auf dich aufpasst. Was ist los? Ist jemand hinter mir her? Wieso ich? Die Leute, die hinter Blacklist stecken, wissen, wer ich bin. Das bedeutet, dass sie auch dich kennen. Ich will, dass du sicher bist. Der Zug ist längst abgefahren, Dad. Okay, schick den Bodyguard. Aber du bringst es zu Ende, oder, Dad? So schnell es geht. Hab dich lieb. Ich dich auch, glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, sie findet das nicht ganz so cool, einen Bodyguard zu kriegen. Aber manchmal muss man sowas halt tun. So, und lustigerweise ist Olli nicht auf dem Lazarett. Oder sie haben ihn gar nicht erst wieder mitgenommen. Das kann natürlich auch sein. So, in der nächsten Folge, Freunde, geht es daran, Amerikas Benzin aufzuhalten. Wie gesagt, wir haben noch 5 Stunden, lassen uns aber trotzdem 24 Stunden Zeit. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder um 16 Uhr bei Splinter Cell Blacklist. Ciao, Freunde.